5 Jahre ist es ja, seitdem die 32 Fuß Ketch das letzte Mal bewegt und gesegelt wurde. Wir haben uns die Aufgabe genommen, das Schiff zu refitten und zu renovieren und alles zu machen, damit die See wieder segeltüchtig ist. Die Zeit hat definitiv ihre Spuren hinterlassen. Zahlreiche undichte Stellen an Deck und Luken müssen ausgebessert werden. Die Versendung ist spröde geworden und muss erneuert werden. Doch die Bordelektronik ist verschont geblieben und alle Instrumente funktionieren tadellos. Außer der Motor bekommt noch keinen Strom. Aber dafür wird es auch eine Lösung geben. Überall gibt es kleine Stellen, an denen Wasser durch das Deck in den Innenraum getropft ist. Da das GFK durchs Baujahr bedingt relativ dickwandig ist, hat es keinen Schaden genommen. Trotzdem müssen einige Teile verstärkt bzw. ausgewechselt werden.